Total recht herzlich willkommen im Studio Lustig. Die Kunden haben gefragt, warum macht ihr das nicht öffentlich? Gut, wir machen tagtäglich lustige Sachen, die wir nicht zeigen dürfen, weil das Aufträge sind der Kunden. Jetzt wollen wir das selber machen. Wir sind jetzt selber Kunde und wer wir alle sind, wird noch verraten. Es gibt ein Studio, das gerade umgebaut wird. Dieses Studio bekommt den Namen Studio Lustig. Ja, wir sind hier im Foto- und Filmstudio, das ich gleich anschließend kurz zeigen werde. Und dann kann jeder selber überlegen, ob er Lust und Laune hat, mitzumachen. Vorab an alle, die sich extra die Mühe geben, dieses Video zu torpedieren. Das ist ja jetzt in. Faschist sein ist in. Ja, Rechtschreibfaschist, Grammatikfaschist, Faschist aller Arten. Man schmeißt nur noch mit Granaten. Das ist so. Facebook ist doch kein soziales Netz. Ich bitte euch, da wird ja nur. Irgendwann werde ich als euer Medienkanzler mal das an Facebook schicke, was wir tagtäglich da canceln müssen. So, alle Videos, die jetzt hergestellt werden unter und im Studio Lustig, werden natürlich so geschützt, dass die Banausen, die tagtäglich darunter schreiben, weil sie ja alles besser wissen, alles besser können. Denn die Y-Gesellschaft zwischen 15 und 35 sollte verstehen, dass wir Alten ab 45 bis 95 demnächst vor dieser Kamera sein werden. Euer Medienkanzler ruft alle Künstler aus allen Sparten auf, ab 45 bis 95 nochmal Lust und Laune zu haben. Ja, okay, ich habe gerade mit Dan van Husen gesprochen, der lebt im Zölibat, sagt er. Er hat also kein Interesse mehr, er ist müde, er hat keine Lust mehr, er hat lange genug vor der Kamera gestanden. Er hat jetzt andere Ideen drauf, die ich jetzt hier nicht veröffentlichen will, also ne, er hat einfach keinen Bock mehr. Okay, aber vielleicht kann man auch Dan van Husen mal irgendwann mal wieder vor die Kamera bekommen. Also es sind genügend Künstler da und euer Medienkanzler jetzt hier ruft auch alle Künstler auf, aus allen Sparten, ab 45 aufwärts. Die YouTuber zwischen 15 und 35 haben ihre Plattform, sie machen dort jeden Tag und kollidieren. Wendler ist da, der Frank und diverse anderen. Wir sind die wilden 59er. Die wilden 59er, Baujahr 1959, aufwärts. Also hiermit werden alle Leute angesprochen, die vor 1990 und nach 1945 geboren und auf irgendeine Art Lust und Laune am Film und am Foto machen. Ja, Hobby, Beruf, alle Künstler aller Sparten, aller Couleur, aller Sprachen sind natürlich herzlich eingeladen. Es kommen natürlich sehr viele andere Sprachen, es tut mir aber recht herzlich leid. Wenn wir die nicht verstehen, dann können wir da nicht drehen. Wir haben keine Dolmetscher zur Hand, weil es ist doch schon nicht so einfach, Filme zu drehen in anderen Sprachen, die wir nicht kennen. So, jetzt sind wir hier nicht rassistisch oder so. Nein, wir wollen das uralte Deutsche wieder auferleben lassen. Das uralte Deutsche, ja. Ihr sollt euch natürlich amüsieren, ihr sollt lachen, ihr sollt Spaß haben. Darum geht's. Im Studio Lustig sollt ihr Spaß haben, denn ihr seid TV. Ja, ob wir jetzt im Studio anderer drehen, im Büroräume anderer oder. Ich bin so gerade vor ein paar Minuten noch angesprochen, deswegen mache ich ja diesen Videoclip, ob ich nicht als Medienkanzler vor laufender Kamera Bücher vorstelle, ja, von Autoren. So, Facebook, gut. Wir sind der Sondersender Nordrhein-Westfalen und den NRW-TV kennt ihr auch. Ne, braucht ihr ja alles nur eingeben, dann schaut ihr euch um. Wir machen also alles. Wir machen das beruflich und weil wir das beruflich machen, können wir auch nichts zeigen. Das geht eben nicht. Würden wir gerne machen, geht aber nicht. Filme machen ist viel Arbeit. Filme herstellen, die Idee schon alleine ist viel Arbeit. Und somit kann man da nicht einfach hergehen und sagen, jo, machen wir, da kennen wir nichts, da legen wir los. Viel Arbeit und viel Zeit und viel Geld. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Ich stelle euch jetzt mal eben kurz das Studio A vor, okay? So, wir sind jetzt im Studio A, auch Studio Lustig genannt. Wir haben verschiedene Hintergründe. Wir haben natürlich auch den Spaß mit Grün. Wir haben genügend Licht, Lampen und wir haben natürlich Film, Foto, alles machen wir hier. Ihr seid jetzt, wie gesagt, im Studio Lustig. Und warum lustig? Weil es noch lustig aussieht, denn wir müssen daran arbeiten. Ihr merkt, mit so einer Steadicam kann man wunderbar arbeiten, rumlaufen. Und die hat natürlich ausgewogene Sachen, denn man kann da viel rumbabbeln da und Blödsinn machen. So, wir sind jetzt hier im Studio. Hintergrund, wo alles rumliegt, ne, was man da so gebrauchen kann. Wir arbeiten also kräftig, wir arbeiten wirklich kräftig daran, um es wieder so herzustellen. Hier in diesen Räumen, ohne Licht sollte man das nicht machen. Ja, pass mal auf, oh, ich zeige euch das. Genau, man sollte alles mit Licht machen, also diese Steadicam hier, da kann man richtig schön mit rumwackeln. Wir haben also genügend da, was demnächst eingesetzt wird, von Monitore, Lampen, Strahler etc., Kulisse, Sachen zum Anziehen, ob nur mit Hut, oh ja, ach ja, ich bin euer Erwischter, das ihn nicht, ach herrlich, alles ist da, auch Hüte, also richtige Hüte, bis hin zum Ritter, ne? Wir haben auch den Mantel noch von Derek, ne? Herr Harry holt schon mal den Wagen. Ja, also hier ist auch schon vieles gemacht worden. Wirklich, hier in den Räumen, in diesem Studio ist schon vieles gemacht worden. Wie gesagt, Studio Lustig wird jetzt umgebaut. Demnächst machen wir hier Sachen. Warum das Licht jetzt wieder aus ist, wissen wir nicht. Machen wir es einfach wieder an. Ich mache das jetzt so wie Frau Hannelore Kraft. Frau Hannelore Kraft geht ja auch mit so einer Kamera und zeigt und macht und tut. Ne? Wir haben Hintergründe, wir haben Lampen, alles was so ein Studio hat. Aber ich zeige euch einfach mal, wie es aussieht, wenn nicht gearbeitet wird. Denn wenn gearbeitet wird, dann wird natürlich alles hergestellt. Dann, ne? Man lebt ja von Kulisse. Ne? Man lebt ja davon. So, persönlich ärgere ich mich nicht. Euer Medienkanzler ärgert sich überhaupt nicht darüber, dass man tagtäglich bei Facebook und bei YouTube angegriffen wird. Weil das ist ja mittlerweile normal. So, seit 1966 wurde sowas schon gemacht. Da nannte man das Super 8, Normal 8, hatte 3 Minuten Zeit und die hat man dann auch genutzt. Ja, es ging ja immer so, 21, 22, 23 Cut, 21, 22, 23 Cut, 21, 22, 23 Cut. So. Dann hatte man Sequenzen und die hatte man und so weiter. Und wenn man Trickfilm gemacht hat, war man dann im Studio für sich selbst und hat den Film noch bearbeitet. Die wenigsten von euch wissen ja, was noch Celluloid ist. Jedenfalls 1966, wo alles angefangen hat, hat man also Filme gemacht für die Eltern, so aus Spaß. Wir waren Jugendliche, Heranwachsende und haben dann 1976 das große Glück gehabt, die elektronischen Väter, die das Ganze auf den Weg gebracht haben, kennenlernen zu dürfen und ein User. Man nannte uns User und als User war man dann in dieser Welt. Und in dieser Welt seit 1966 bis jetzt 2016 ist jetzt so lange, dass man sich sagt, jetzt erst recht. Jetzt sind wir alt, jetzt erst recht. Cyberspace kommt zum zweiten Mal. 70er, 80er Jahre war das Cyberspace da, Mad Hex Room als Serie war da, diverse andere Cyberspace Spielfilme waren da, Rasenmähermann 1 und 2, virtuelle Reality City, Virtual City mit super Darstellern. Also in den 70er, 80er war eine Menge da und da haben wir uns gesagt, stopp mal. 2016 wird uns das nochmal neu verkauft, das Ganze. Wir haben einen Raum für alle PlayStation-Fans, die gerne VR-Brillen testen möchten. Ja, wir haben den VR-Room, wo man in der Virtual Reality da so ein bisschen rumstöbern kann. Studio
Lustig wird euch alles mit der Zeit zeigen. Studio Lustig steht, aber ist noch nicht fertig. Ja, ist eben so. Ja, wer Lust und Laune hat, an alle Künstler, die Lust und Laune haben, ihr seid aufgerufen, kommt vorbei. Ihr wisst ja, wo wir sind. Ihr wisst auch, wo der Shop ist. Noch einmal, es waren sehr viele da. Nur, wir haben uns davon getrennt. Wir haben ein Jahr Pause gemacht, weil die, die da waren, schön und gut. Auch die waren lieb und nett, aber naja. Noch einmal zum Schluss. Ein Studio kostet Geld. Das Licht, die Leistung des Lichts kostet Geld. So, wer das hier einfach mietet, 10, 20 Stunden, und nachher sagt, Dankeschön und geht. Nee, das geht nicht. Tut mir leid, tut mir recht herzlich leid. Ich weiß, das Geld ist knapp in der Welt der Medien. Aber es geht nicht. Also wer so ein Studio mieten möchte und wer mit uns drehen möchte, wer wir alles sind, wird noch vorgestellt. Ja, wir kosten leider Geld und wir sind aber auch bereit, es kostengünstig zu machen, wenn uns die Story gefällt. Es gibt bei Facebook so viele Künstler, die so viele Sachen machen. Ja, okay, machen wir mit, ist kein Thema, wenn man gefragt wird. Aber am Ende kommt ja nichts Gutes dabei raus. Man gibt also mehr Geld aus, wie es sein muss. Die letzte Produktion war eine sehr lustige Produktion. Der junge Mann hatte da eine Menge vor und hat auch eine Menge an Geld ausgegeben. Aber bezahlt hat er so gut wie keinen. Und dann hat es natürlich ein bisschen Ärger gegeben. Ist klar. Und somit wird Studio Lustig zwar lustig sein, wird auch lustige Sachen machen, damit ihr wieder die Unterhaltung bekommt. Vielleicht bringen wir ja wieder die Bildung, Unterhaltung. Denn 1990, wie wir gefragt wurden, mussten wir vorsichtig vor der Kamera jonglieren und sagen, ja. Aber heute können wir ja, im Jahre 2016 sind 3 Milliarden online. 3 Milliarden Menschen sind online. YouTube würde ich jetzt 50 Jahre, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, pro Monat, 50 Jahre, müsste ich ohne Pause, müsste ich gucken, um alle YouTube-Filmchen gesehen zu haben. So sieht es heute aus. Wie wir angefangen haben, 1966, 76, 86, 96, das sind immer so Sprungmarken gewesen. Mittlerweile sind die Sprungmarken immer kürzer. Ja, jetzt sind wir schon bei 2016, jetzt kommt die VR-Brille wieder von PlayStation. Andere VR-Brillen kommen auch, aber nur für die Gamer. Ein guter Gamer kauft sich einen erstklassigen Computer und er beherrscht ihn auch, indem er den dauernd umbaut, neue Grafikkarten etc., um spielen zu können. So, wir sprechen aber den Otto Normalverbraucher an. Wir haben den Otto Normalverbraucher, wir haben Kunden aus allen Herrgottsländern, wir haben Künstler aus Herrgott, also hypothetisch ist jeder hier Kunde. Hypothetisch kann auch jeder hier vorbeikommen, hypothetisch kann auch jeder das Studio mieten, hypothetisch könnten wir wirklich alle Mann, nicht nur die 3 Millionen online, sondern auch die 7 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten verweilen im Moment, hypothetisch könnten wir alle was machen. Und dann auch noch in allen Sprachen. Ja, ja, und das war es auch schon, weil sonst wird es ja zu langweilig, ist ja schon lang genug. Mal schauen, was ich aus dem Video gemacht habe. Nur die Videos werden jetzt gestoppt. Drunter schreiben könnt ihr nicht mehr. Es lohnt nicht. Denn da gibt es so viele, die extra sich anmelden, um darunter schreiben zu können. Finde ich toll. Aber bringt nichts. Denn wir machen unser Ding. Das ziehen wir durch. Tagtäglich und so viel und so lange, wie wir wollen. Wetten das?